und herzlich willkommen zurück zu Heart of Darkness. Ich bin immer noch ein bisschen gestresst, liebe Kinder. Von diesem... Nein! Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, scheiße. Nein. Okay, wir... Oh. Okay, wir starten wenigstens hier wieder. Alles klar, alles klar. Ich bin doch nicht ganz so verzweifelt. Hier kann man die Würmer halbwegs ausschalten, weil man ungefähr vorausahnen kann, wo sie herkommen. Wir müssen. Ihr seht da links dieses, diese Felskette da. Da müssen wir hin. Wir müssen von oben da ran. Indem wir hier erst einmal die Würmer beseitigen. Es sind Gott sei Dank nur Anzahl 2. Und, oh Gott. Das Problem ist, dass man hier immer runterfällt. Meine Fresse, nee. Okay. Wieder hoch da. Und jetzt... genau. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben hier diese beiden Dinger und die können wir ja nur erwischen, indem wir mal so machen. Und jetzt runter. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Einfach mal selber loben, weil sonst macht's ja keiner. Und jetzt müssen wir hier diesen Schatten schieben. Oh, Andy! Oh Gott, nein, 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 nein. Kletter wieder da hoch. Oh, das gibt es nicht. Scheiße. Da fällt der Schuh zu Boden. Okay, nochmal. Weil es so viel Spaß gemacht hat. Ja, ihr seht, es ist wirklich absolut gut. Ich glaube, jetzt ist gerade der Sound ein bisschen am Rumbacken. Okay, Würmer, kommt her. Ich will euch gerade beiseite räumen hier. Okay. Wir räumen erst den rechten Schatten weg, dann den linken Schatten weg und wir... klettern nach unten. Und wir... Und jetzt bleibe ich stehen, verdammt nochmal. Okay. Jetzt müssen wir wieder zurück. Oh Gott. Alter! Ich glaube, wir müssen die erst beiseite räumen. Beiseite räumen, sage ich schon. Wir müssen die erst aus dem Weg räumen, sonst... Sonst wird das nix. Gut, dass der Wurm hier oben die Weisheit nicht gerade mit Löffeln gefressen hat und einfach immer stirbt. Okay, wenn jetzt gleich diese Viecher kommen, dann müssen wir da stehen bleiben und die erst aus dem Weg räumen, weil sonst... töten sie uns, wenn wir wieder zurückklettern. Weil da können wir nämlich den Geschossen nicht gut ausweichen, wenn wir wieder am... wenn wir wieder an den Felsen hängen. So. Dings im Anschlag. Und jetzt kommen die Viecher. Einen habe ich. Bleib unten, Andy. Das bringt so nichts. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Jetzt bloß nicht sterben. Oh. Okay. Kann ich den von hier aus treffen? Nein. Das ist schon mal großartig. Wie soll ich das machen? Okay,
Okay, ich glaube, das ist anders gedacht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier runterspringen. Oh mein Gott, ich will nicht. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Das wäre so ärgerlich. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Wir haben's. Hier sind auch keine Würmer mehr, die haben wir ja beseitigt. Und jetzt sind wir da. Und nächster Screen und ich bitte euch, bitte macht einen Save draus. Oh Gott. Okay, habt ihr das gesehen? Da fallen Steine vom Himmel. Genau auf uns drauf. Und wir fallen runter, natürlich. Aber da das Spiel ja hoffentlich lieb ist, gab es einen Save. Ja, danke. Ich glaube, die... Ich weiß gerade nicht, ob die immer an der gleichen Stelle runterfallen. Okay, okay, okay. Weiter, weiter, weiter. Schön konzentrieren und... Okay, geschafft, 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 geschafft. Puh, weiter geht's. Würmer? Man kann die Würmer hören, wenn welche da sind. Oh Gott! Okay, Spinnen. Spinnen sind jetzt auch nicht so viel besser. Ich glaube, ich will lieber Würmer als Spinnen. Aber ich glaube, ich kletter einfach weiter. Die können wir eh nicht besiegen. Kletter, um Gottes Willen. Pollenallergie hat er auch noch. Der Arme. So. Alles klar. Nächster Abschnitt. Wir sind irgendwo runtergefallen. Und wir müssen erstmal ein paar Viecher besiegen. Und wieder diese Dinger. Ich kotze. Ich hasse sie. Jo. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, das wird jetzt hier wieder so eine schwere Stelle. Ich hoffe, dass wenigstens die Flugdinger nicht unendlich nachspawnen wie beim letzten Mal. Shit! Okay, erstmal die aus dem Weg räumen. Das sind, glaube ich, drei Stück nur. Oh Gott. Vor allen Dingen, die schießen gleichzeitig und im selben Moment kommt so ein Vieh vom Boden und will an uns knabbern. Ich glaube, hier am Rand stehen bleiben ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe eine Idee. Wir werden das jetzt mal so machen, dass wir einfach die... Bodenviecher wegschießen. Also die hier. Oh, ich bin schon zu weit vorgelaufen. Und dann rennen wir. Nein! Andy, du sollst rennen, verdammt. Rennen, rennen! Okay. Okay. Schön, schön. Ja, das war großartig. Wir müssen die irgendwie erledigen. Nur ist das mit der Tastatur nicht besonders einfach. Das Problem ist, dass... oh Gott, ich habe einen erwischt. Ich habe einen erwischt. Dass man nur ganz, ganz schwer in eine bestimmte Richtung schießen kann. Also nach oben und zur Seite geht. Das ist okay. Aber dieses Schrägschießen ist gar nicht so einfach. Okay. Ich glaube, wir haben es. Alles klar. Jetzt haben wir hier geklärt. Und jetzt kommt nämlich das Lustige. Jetzt müssen wir hier diese Steine
diese großen wegkriegen. Genau. Dazu müssen wir schnell sein. Wir müssen hier drauf drücken, dann verdammt. Dann müssen wir, genau so war das. Wir müssen hier drauf drücken, dann genau hier rüber und so. Jetzt kommt der Lavasee. Ich freue mich. Ach, das wird auch wieder richtig heftig, glaube ich. Genau, der bricht nämlich unter mir weg. Und ich muss schnell genug rüberspringen. Das sieht aber leichter aus, als es ist, denn diese Dinger haben so einen ganz komischen Intervall. Die sind nicht immer gleich. Seht ihr? Die verzögern sich, also wenn die hochkommen, meine ich. Theoretisch müsste ich jetzt warten, bis sie ungefähr gleichzeitig hochkommen. Und dann... dann müsste es gehen. Nee, das war schon wieder zu spät. Okay. Oder so, das ist... Ja, so. Okay. Jetzt muss ich da irgendwie vorbei, Dings. Okay, geschafft. Ja, klar, jetzt sind ja auch noch Spinnen, oder was? Ich freue mich. Problem ist, ich kann die von hier aus nicht erwischen. Und dann tropft da auch noch so eine komische Säure runter, die uns kaputt frisst, wenn wir nicht aufpassen. Man muss hier halt auf ziemlich viel gleichzeitig achten. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und diese Dinger, die weichen einfach immer aus. Ich glaube, ich kann die gar nicht kriegen, die Spinnen. Yay, wieder von vorne. Okay, sie müssen, glaube ich, genau versetzt sein. Ah, nee. Das hat jetzt auch nicht gepasst. Ah, mein Fuß. Okay. Nochmal. Was tue ich mir hier eigentlich an? Okay. Und wieder nach rechts. Runter da. Ja, dieses Säurezeug ist übrigens gar keine Säure, sondern einfach nur so ein Glipper, der einen dazu bringt, abzurutschen. Mal sehen, vielleicht schaffen wir den nächsten Screen, ja. Nein! Scheiße, ich habe nicht lange genug gewartet. Scheiße. Okay, einmal versuchen wir es noch. Dann ist die Folge zu Ende. Andy, was tust du denn? Du sollst doch da hochspringen. Was macht der Junge? Was tut der Junge? So. Schön hoch da. Und wir versuchen den nächsten Screen nochmal. Ja, als Kind habe ich das alles hingekriegt, ne? So. Aber als Kind hatte man auch einfach mehr Geduld. Also, diese göttliche Geduld, die verliert man irgendwie als erwachsener Mensch. Folge ist zu Ende. In der nächsten Folge
werden wir dann den nächsten, den Spinnenscreen da nochmal versuchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!